Ein circa 20-jähriger maskierter Mann, vermutlich südländischer Herkunft, hat am Freitagmittag versucht, eine Zweigstelle der Raiffeisenbank in Habichtswald-Ehlen zu überfallen. Der Mann betrat gegen 11.15 Uhr die Bank und schob dem Personal einen Zettel zu, auf dem die Herausgabe des Geldes gefordert wurde. Die Angestellten signalisierten, dass kein Geld vorhanden sei, da verlor der Täter vermutlich die Nerven und flüchtete ohne Beute. Sofort nach Bekanntwerden des Überfalls löste die Leitstelle der Polizei in Kassel eine Fahndung aus, die bis jetzt noch ergebnislos verlief. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, südländischer Herkunft, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Er trug eine dunkle Sturmhaube und eine schwarze Hose mit auffallend vielen Taschen. Um den Hals hatte er einen schwarzen Schal gewickelt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.